Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit der Tiger Farm, die da unten am Fahren ist. Und meiner Wenigkeit ohne Mikado Blaze XD. Er ist leider immer noch krank und ich hoffe, dass er vielleicht morgen wieder da ist. Dann ja, geht's weiter. Okay. So, das Lohnunternehmen hat uns gerade einen neuen Auftrag erteilt. Wir sollen düngen. Wir sind ja immer noch, solange Mikado nicht da ist, im Auftrag des Lohnunternehmens unterwegs. Und hat gemeint, ich soll hier zum Hof. Aber wenn er einen Düngestreuer kauft. Streuer nicht am Shop abholen. Ich würde mal behaupten, dass wir den am Shop abholen sollen. Am Hof. Gut. Also wie gesagt, wir sind heute nochmal für das Lohnunternehmen tätig und ich hoffe, dass morgen... Ah, da hinten steht er. Dass morgen eben Mikado wieder da ist und wir mit dem normalen Prozedere hier weiterspielen können. So. Was düngen? Pflegebereifung brauchen wir nicht. Wahrscheinlich, ich nehme an, dass wir die Wiese düngen sollen. Genau. Ist aber schnell erledigt. Bin mal gespannt, was wir dann noch für einen Auftrag kriegen. Auch interessant, mal auf der anderen Seite zu stehen und die Leute zu bedienen und nicht nur bedient zu werden. So, dann fahren wir hier mal drüber. So, technische Probleme bei Tiger Farm. Er hatte extreme MS-Einbrüche. Und die waren wohl oder sind wohl auf Discord zurückzuführen. Das heißt, seine Verbindung zu Discord ist einfach zu laggy. Und dadurch bekommt er halt keine gescheite Verbindung zum Server hin. Das ist halt so. Müsst ihr euch das so vorstellen. Ihr habt zwei Leitungen zum Internet. Und die Discord-Leitung, die braucht einfach 90% der kompletten Leitung. Und somit habt ihr nur 10% für ein LS. Ja, und das ist halt dann ein bisschen doof. Weil dass ihr damit nicht richtig zocken könnt, das ist ja wohl selbstverständlich. So, reicht das jetzt, wenn wir hier... Nee. Da müssen wir gleich nochmal drüber. Noch einmal wenden und dann ist aber auch schon gut. Dann sind wir auch gleich schon fertig. Und jetzt? So. Glaube ich zumindest mal. Wir gucken mal. Achso, muss gepflügt werden. Nee, ist nur eine Wiese. Gekalkt werden muss auch nicht. Ja. Dann warten wir mal, was das Lohnunternehmen jetzt für uns hat. Wiese 2, Alter, der will ja hier ordentlich Geld machen.
Vielleicht sollte man da vorher düngen. Nee, nicht düngen. Okay. Dann halt nicht. So, wir konnten hier leider noch nicht so viel. Ei. Sind aber schlechte Rückfahrskills. Noch nicht so viel neues Equipment testen, wie wir eigentlich gedacht haben. Wenn ich gedacht, ich kann hier mal richtig neue Sachen ausprobieren, die wir uns sonst nicht leisten können. Wo war denn das Mähwerk? Servicewagen. Hof oder Shop geschrieben. Kein Mähwerk am Hof. War das nicht bei Mikado? So, dann wird er wohl kurz ein Mähwerk mieten. Und dann können wir weitermachen. Dum, 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 dum. Was macht denn er eigentlich? Faule Haut legen und nichts tun, oder? Okay, Mähwerk steht parat, ist schon mal toll. Oh, hier ist auch ein bisschen Chaos, gell? Kriegt der Fan das überhaupt hin mit dem hier? Ein bisschen Chaos am Shop. Vielleicht müsste man da mal ein bisschen gucken, dass die ganzen Big Packs wegkommen. In Wiese 2, wo ist denn die überhaupt? Ja. Hatte ich gerade auch im Sinne. Die habe gerade auch nach der Zeit geschaut. Wiese 2. Oh, wir fahren ein bisschen doof. Okay. Ich hoffe mal, dass Mikado hier uns bzw. dem Lohnunternehmen Überfahrtsrecht gewährt hat. So. Das sehen wir schon. So. Wiese 2. Warum kann der hier nicht vorwärts fahren? Er hat ja zu wenig Leistung oder was ist los? Ich glaube wirklich, der hat ein bisschen. Muss man gerade schauen. Für 115 PS. Der Fendt hat etwas zu wenig Leistung. 115 zu 100. Wie viel brauchen wir?
160, 230. Defend. 115 PS. Das ist 230 PS. Also ich kann damit schon weiterfahren, aber... Da geht halt nichts. Mehr mit 5 km/h. Alter, da fährst du ja in Zeitlupe. Das ist ja brutal. Ich meine, sobald es ein bisschen bergab geht, da... Es ist ja... Also der Fendt ist ein durchaus schönes Fahrzeug, ja, und ich mag den auch. Aber hier, da ist er einfach ein bisschen zu schwach auf der Brust. Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich komme ja nicht weiter. Jetzt. Oh, also wir fahren heute mal ein bisschen in Zeitlupe. Wirklich anders beschreiben kann man das hier nicht. Wo bleibt denn das gute LU? Zeit ist Geld. Geld haben wir keins. Eieiei. Ich hätte gern den anderen LKW. Moment. So, absetzen. So, dann fahren wir eben selber mal kurz Traktor tauschen. Hallo? Hey, hey. Warum sitzt denn der so rum drin? Holla, die Waldfee. Warum fahre ich? Irgendwie sitze ich falsch rum.
So, warte mal, ich wollte den Schwade gleich mitnehmen. Oh, der Waldra, der hat aber schon ein bisschen Bums unter der Haube, hä? Glaube ich. Oh, ich nehme den jetzt einfach mal mit. Ich hoffe mal, dass es für das Lohnunternehmen in Ordnung ist. Ja, 20 km/h ist aber ein bisschen wenig. Ich nehme den Schwader einfach mit. Das LO wird schon glücklich sein, dass ich da so mitdenke. Oh, wie viel PS hat denn der? Ich glaube, das war der Waldra hier. Naja. Wir werden bezahlt, beziehungsweise nicht bezahlt, fürs Mähen und nicht für Mähen und Schwaden. Erstmal. B, G, V, B. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Na, schade. Ja, jetzt hat man, Tiger Farm ein paar Minuten eine Verbindung, die okay war. Und jetzt hat er schon wieder extreme Einbrüche. Der ist ein bisschen doof. Auf jeden Fall geht es hier mit dem Waldra etwas angenehmer, schneller. Das Mähen. Das ist schon mal von Vorteil. Da kommen wir wenigstens vorwärts und nicht so ein Gehänge wie mit dem Fendt. Aber wir sind jetzt auch gleich schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und das bedeutet, ich sage mein Sprüchchen für euch auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Oder auch mal die alten Folgen an. Und haut rein. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi.